Sehr liebe Leute, bevor es gleich losgeht, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, um euch von ganzem Herzen Danke zu sagen. Wir haben jetzt die 3000er Marke auf YouTube geschafft. Danke für den Support, auch wenn es kein regelmäßigen Content hier gibt. Danke fürs Anschauen und danke nochmal an euch alle, an die Community. Ja, was gibt's heute Neues? Die Devise heißt Neues Land, Neues Glück. Es geht zum ersten Mal nach Kroatien. Ihr seht, ich bin schon da. Der Flug hat geklappt. Die Landung war okay. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Herzlich willkommen aus dem Cockpit, liebe Leute. Wir fliegen heute spontan nach Kroatien. Und zwar nach, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, nach Hvar. Das ist eine kleine Insel unten, relativ weit im Süden, bei Split, bei Brač in der Nähe. Viele werden sich jetzt denken, wie spontan nach Kroatien, das geht doch gar nicht. Doch, mittlerweile geht's, und zwar seit Januar. Warum und wieso, das schauen wir uns gleich an. Ich mache jetzt hier alles fertig und dann geht's ab in den Süden. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, und zwar fliegen wir heute spontan mal nach Kroatien. Es gab ja bis dato relativ viel Organisationsaufwand, wenn man nach Kroatien fliegen wollte, also bezüglich Abflug und Einreise und auch Zollkontrollen mit viel Wartezeiten. Wobei der Begriff Zollkontrolle eigentlich nicht stimmt, weil Kroatien ist ja in der Zollunion und auch in der EU. Da ging es im Prinzip nur um eine Ausweiskontrolle und ein paar Formulare. Oder im Beamtendeutsch eine grenzpolizeiliche Abfertigung. Weil bis dato war es eben so, dass man von dem sogenannten Port of Entry starten musste, also im Flugplatz hier in Deutschland, die Grenzabfertigung da durchgeführt hat. Und zusätzlich war dann bei der Ankunft in Kroatien dann ebenfalls eine Kontrolle nötig. Ja, und die gute Nachricht ist jetzt, das Ganze entfällt. Kroatien ist zum 01.01. in den Schengen-Raum beigetreten und damit entfällt eben diese Verpflichtung für die Passkontrollen und damit eben auch dieser ganze administrative Aufwand. Und übrigens, Kroatien hat die Landeswährung gewechselt, also die haben jetzt keine Kuna mehr, sondern Euro, was wahrscheinlich auch die aktuelle Preisexplosion begründet. Endlich wieder eine Tour, hey. Momentan ist es wegen dem Wetter echt eine Katastrophe, eine vernünftige Tour zu planen. Liebe Leute, ich sag's euch, ihr müsst im Prinzip maximal, also heuer zumindest, maximal flexibel sein. Ansonsten kannst du es vergessen. Kurze Info zur Route. Zuerst Richtung Zell am See, dann durch die Naturschutzgebiete, übers Alpenhochtor, das haben wir schon mal gemacht. Geht dann weiter nach Lienz runter Richtung Kötschach und von dort aus zum Blöckenpass. Dann haben wir die Alpen eigentlich schon fast eingetütet. Weiter geht's dann auf direkten Wege Richtung dem Entry Point Wiki. Wiki ist direkt auf dem Meer im slowenischen Luftraum. Meine Schwimmweste habe ich dabei, die habe ich griffbereit. Und Porto Roche wird dann unser erstes Ziel sein. Da tankt man dann randvoll. Und frühstücken erstmal was und lassen endlich dieses, Entschuldigung, Scheißwetter, was uns auch die nächsten Tage hier in Deutschland erwartet, erstmal hinter uns. Ja, lange Delta Mike hier rein, XRA. Ich probiere es mal auf Wien. Schönen Tag. Zwischen den Umschalten, dann Fox 7000 und guten Weiterflug. Danke, ciao. Delta Mike Sierra Yankee X-Identified. 6 Minuten, Connecting Smoke is on 021.
TNH Innsbruck 1021. Ich habe oft die Frage gestellt, was ich mir eigentlich immer reinballer aus der Flasche. Das ist so medizinischer Sauerstoff. Ich habe halt jetzt hier keine kontinuierliche Sauerstoffversorgung, wie jetzt zum Beispiel, ihr kennt ja diese Dinger, wo man sich in die Nase steckt und das Ding hängt dann an so einem Gerät dran und dann wird halt je nach Höhe immer Sauerstoff zugegeben. Die Frage, bringt es oder bringt es nicht? Ich bin der Meinung, das bringt schon ein bisschen. Buongiorno Delta Mike, Sierra Yankee X-Ray, I have a VG6, maintain 5,000 feet on Ronki Kenate 1018 and report your route, thanks. Roger, descending to 5,000 feet and QNH 1018, further routing would be direct Papa Quebec November 1. Delta Yankee X-Ray, Roger, please now scope 6264 and report an estimate of Papa Quebec November 1. Squawk 6264 and estimate Papa Quebec November 1 would be 7 minutes. Roger. Delta Yankee X-ray, clear to land runway 15, wind 120 degrees, 5 knots. Clear to land runway 15, Delta Yankee X-ray. Delta Yankee X-ray, vacate via Bravo, follow Marshall. So, willkommen in Porto Roche in Slowenien. Wir stehen hier direkt vor den Türen Kroatiens. Porto Roche, finde ich, ist eines der bestorganisiertesten Flugplätze. Ich war ja letztes Jahr schon mal hier. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch hier oben mal. Und das Ground Handling ist hier absolut top. Also da gibt es gar nichts. Man hat kurze Wartezeiten. Der Service ist echt wirklich gut. Und tanken, parken oder auch die Mobilität jetzt in die Stadt ist alles top organisiert. Schauen wir hier mal, jetzt gibt es noch einen Kaffee und dann geht's weiter. Delta Yankee X-ray after departure, left turn to Papa Whiskey 1, climb to 2000 feet, squawk 7017. After departure, left turn direct Papa Whiskey 1. Climb 2000 feet, QNH 1019er and squawk 7017. Delta Yankee X-ray cleared for takeoff runway 33, wind calm. Clear for takeoff runway 33. Good morning, Delta Mike Sierra Yankee X-ray. Delta Mike Sierra Yankee X-ray, Delta Radar, responding at Amplified QNH 1018. QNH 1018. Gut, kleiner Zwischenstand, wir sind hier maximal offshore. Also, wenn wir jetzt, da muss man jetzt wirklich Vertrauen haben in die Kiste, weil, wenn hier der Motor ausgeht, dann ist Baden angesagt. Hier fahren zwar überall Boote rum, das heißt, falls das passieren sollte, würde ich im Prinzip mir irgendein Boot aussuchen und da die Rettung dann ziehen. Einzige, was ich jetzt nicht anhabe, ist meine Schwimmweste. Darüber lässt sich noch streiten, dass man das vielleicht machen sollte. Aber ich glaube, ich habe da noch genug Zeit. Also, ich meine, ich muss bloß die hier rausziehen. Der Rest ist mir wurscht, soll untergehen. Ist dann eben so. Und
Ja, ich schätze mal, die Wassertemperaturen sind hier jetzt auch im Rahmen. Aber schönes Panorama, muss man ganz ehrlich sagen. Also vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, das mit dem Auto zu fahren. Boah. Ja, kurze Info zur Luftraumbenutzung in Kroatien. Für den Ein- und Ausflug braucht man einen Flugplan, allerdings auch für alle weiteren Flüge in Kroatien. Also selbst wenn ich bloß eine kurze Abendrunde mache, braucht man scheinbar einen Flugplan. Um das Ganze auch für die Controller zu vereinfachen, gibt es für Kroatien so ausgewiesene VfR-Routen. Das sind diese Adria-Routen, die quer durchs Land gehen. Und hier mal eine kleine Kritik an Vorflight und vielleicht als Hinweis für alle Vorflight-Benutzer. Die Darstellung der Routen ist in Vorflight wirklich zum Kotzen, weil man relativ weit reinzoomen muss, damit die überhaupt sichtbar werden, die Routen. Das gleiche zählt übrigens auch für die VfR-Wegpunkte, also gibt es da Vorflight gern mal Feedback. Ich habe es auch schon mehrmals versucht, aber scheinbar stößt man da irgendwie auf taube Ohren bei diesem VfR-Wegpunkt-Thema. Das ist ein richtiger Scheiß bei Vorflight und das muss man auch mal sagen. Ja, kurz zur Route nochmal, es geht jetzt über die Adria 1 VfR-Route in den Süden, über die ganzen Inseln, also quasi der Küste entlang, runter nach Hvar, auf Hvar, Gott, ist das ein Zungebrecher, ist ein kleiner Flugplatz mit Graspiste auf der Insel, Pistenausrichtung ist die 2.8 und die 1.0, auf was muss man achten, ehrlich gesagt, keine Ahnung, das werden wir jetzt ein bisschen im Video rausarbeiten müssen. Über den Flugplatz findet man fast keine Infos im Internet, bis auf das, dass es dort offensichtlich gar nichts gibt. Das erste, was ich jetzt erledigen muss, wenn wir unten sind, ich muss ein Hotel suchen und ich befürchte aber fast, dass ich keins finde, weil ich habe mal auf Booking geschaut und die sind schon alle ziemlich, die waren nicht alle so gut wie ausgebucht und ich habe jetzt auch keinen Bock, 400 Euro pro Nacht zu zahlen. Deswegen habe ich tatsächlich ein Zelt dabei, falls alle Stricke reißen. Delta Yankee X-Ray Report, Golf 2. Was soll ich reporten? Delta Yankee X-Ray, right down and to 8. Ist ja maximal böig hier. Ja, was ist noch wichtig, wenn man nach Kroatien fliegt? Und zwar ist der Wind ein ganz entscheidender Faktor. Und zwar die Bora. Das ist ein trockener, kalter und böiger Fallwind zwischen Triest und Dubrovnik. Also im Prinzip die komplette kroatische Küste entlang. Und der Wind ist ziemlich tückisch und stürzt aus den Bergen an der Küste Richtung Meer. Und dabei werden die Winde brutal stark und zählen tatsächlich zu den stärksten der Welt mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 200 km/h. Ja, nichtsdestotrotz, egal wo ihr seid, ist es natürlich dann wichtig, dass die Maschine gut verzurrt und gesichert ist, damit der Urlaub eben nicht zum Albtraum wird. Zurück im Cockpit, liebe Leute. Also, bevor ich euch einen kompletten Plan verrate, ich habe alles wieder umgeworfen. Wir fliegen jetzt erst nach Bratsch rüber, das sind ungefähr 5 Minuten. Bratsch ist gleich da drüben, da können wir tanken. Und dafür müssen wir einfach nur unter 1000 Fuß bleiben. Danach kontaktieren wir Split Radar und Split Radar gibt uns dann die Freigabe für Bratsch. Das ist die Theorie.
Hier ist kein Funk, deswegen starten wir jetzt einfach mal los. Ich brauche jetzt eine Blindmeldung. Delta Mike, Yankee Sierra X-Ray, Split Radar, go ahead. Delta Mike, Sierra Yankee X-Ray, 1 DUP just departed in the Gefahr. On 500 feet request approaching Braj for refueling. Delta Mike, Yankee Sierra X-Ray, the QNH split is 1016, there is no ATC service at Braj at the moment. Piper 3-4 on final for runway 03, you can change to Braj radio. 118-025, transmit blind your position and intention. Roger, runway 05 on 118-025 and will transmit blind transmission. Delta Mike, Sierra Yankee X-Ray. Das ist ja mal richtig abgefahren, das Feld da oben, direkt auf dem Berg, hey, bist du gelähmt. Delta Mike, Sierra Yankee X-Ray, final approach, runway 03. Alter, das kann's doch keinem erzählen. Gibt's euch mal das. Ganz witzig, der Typ, der hier vorgetankt hat, der hat gleich meinen Channel abonniert. Ja, der Plan ist jetzt das, wir werden jetzt hier verlegen, weil das Wetter hier umschlägt. Am Nachmittag gibt es hier heftige Gewitter und da man hier noch draußen parken kann und ich da ein bisschen penibel bin, was das betrifft, wir verlegen jetzt einfach auf eine andere Insel. Fliegen wir auf die Insel und ich kann sie nicht aussprechen. Ich weiß, ich habe auch noch nie was davon gehört, aber die hat einen ziemlich coolen Flugplatz. Ich glaube, der Hirnklempner war auch neulich. Die Insel Losini, Losinch, und da ist ein Airfield und da fliegen wir jetzt einfach hin. Delta Mike, Sierra Yankee X-Ray, departing, taking off now, runway 03. Delta Mike Sierra Yankee X-Ray, clear the VFR to Losinch, flight plan route, climb to 3000 feet and squawk 3646. Clear to Lima Delta Lima Oscar, flight plan route, climb to 3000 feet and squawk 3646. Delta Mike Sierra Yankee X-Ray. Yankee X-Ray, correct. And now identified. Okay. Wir sind jetzt gestartet davor von Fahr nach Braj kurz rüber zum Tanken und da habe ich jetzt keinen Flugplan aufgegeben, weil ich habe gestern mit ein paar Leuten da geredet und die haben gesagt, das braucht man nicht. Aber rein technisch gesehen müsste man für jeden Flug in Kroatien einen Flugplan aufgeben. Aber das sind halt dann wieder so die Feinheiten. Die Skydiving-Typen da gestern, die haben gesagt, fliege einfach rüber, geh auf Split Radar, bleib unter 1000 Fuß. Und dann wirst du geklärt und so war es jetzt letztendlich auch. Ja, eigentlich wäre es jetzt so gewesen, dass ich in Braj noch eine Nacht verbracht hätte, aber das hätte so oder so nicht geklappt, weil in Braj alle Parking-Slots quasi voll waren. Das ist halt auch wieder sowas im Sommer. Kann man das eben nicht so spontan planen, wie ich das immer gerne mache. Ja, was gibt es zu Huar zu sagen noch? Die Landebahn oder die Piste war relativ buckelig, muss man sagen. Und ja, es ist brutal heiß im Sommer. Also, dass es so heiß dort ist, hätte ich nicht gedacht, weil die Luft da wirklich steht. Also, egal was man da macht, man kommt sofort ins Schwitzen, oder ich zumindest. ansonsten echt eine schöne Insel, nette Dörfer. Kann man schon machen. Ist echt schön dort. You have traffic now, citation approaching Losin, your 2 o'clock, 1-3 mark. Alright, looking out for that traffic, Delta Mike, Sierra Yankee X-Ray. Thank you, sir, bye. Dann haben wir jetzt eine Citation im Anflug, die irgendwo hier links ist, cancelled IFR, hat er gesagt.
And the Oscar Whiskey Hotel is turning for runway 02 final. Oscar Whiskey Hotel, hier ist die Delta Mike Sierra Yankee X-Ray. Kannst du mir sagen, wenn du die Bahn verlassen hast? Ich turne gerade, bin 5 miles out und Jet Citation 15 und geht auf den 02. Landung in 3 Minuten. Okay, verstanden. Dann mache ich die Nummer 2 und kannst du kurz sagen, wenn die Runway vacated dann ist? Alles klar, mache ich, gell? Servus. Servus. Erfindung. Warum Strom? Angekommen auf der Insel Losinch. Lima Delta, Lima Oscar ist die ICAO-Kennung. Stellt sich die Tour jetzt fast als Inselhopper-Tour raus. Morgen geht es dann rüber nach Istrien zum Flugplatz Vrsa. Ja, Lima Delta, Papa Victor. Ich glaube, ich spreche jetzt die Ortschaften hier nur noch mit ICAO-Kennungen an. Ja, und da werde ich zwei Freunde treffen, die machen auch gerade einen UL-Schein und machen da gerade Urlaub. Und am Donnerstag geht es dann weiter Richtung Porto Roche und dann über die Alpen zum Alpencrossing zurück nach Landshut. Gott sei Dank gibt es hier einen Wendestreifen, sonst würde ich auf dieser 60 Meter breiten Bahn Kurve nicht kriegen. Aber wenn er schon da ist, dann nutzen wir den auch aus. Delta Mike Sierra Yankee X-Ray, starting runway 02. Starting wahrscheinlich. Diamonds shine on the snow. My guitar's asleep on the backseat. I'm following the river to another show. It's a perfect day for the road. Hauptgang. Die Tour geht zu Ende. Ich sehe schon Flachland wieder. Ja, doch was in eigener Sache. Liebe Leute, ich mache jetzt diese YouTube-Videos hier seit ja, so 3-4 Jahren. Das Wachstum des Kanals ist relativ überschaubar und schläft ehrlich gesagt auch ein bisschen ein gerade. Viele Leute sehen sich die Videos zwar an, aber abonnieren nicht. Also wenn ihr auch in Zukunft noch ein paar Touren sehen wollt, dann ist es eigentlich egal, ob ihr das hier feiert oder nur schaut, um die Videos zu halten. Ich brauche trotzdem ein bisschen Feedback. Und das Feedback sehe ich eben nur am Wachstum vom Kanal. Also liebe Hater, abonniert den Kanal bitte auch, sonst ist es bald vorbei mit dem Haten. Wobei ich habe zum Beispiel
Eine Handvoll Hater aus der ersten Stunde, die jedes Video sofort disliken, wenn es rauskommt. Was mir aber zeigt, dass zumindest die den Kanal abonniert haben. Und die Glocke. Für alle anderen, abonniert den Kanal auch, kostet nichts und hilft mir weiter für die Planung von neuen Videos. In diesem Sinne, liebe Leute, macht es gut. Wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao. Welcome back.